In Minsk nennen wir eine neue Stadt unser Eigentum. Ja, gut. Ah, ja. Gut. Also ich lese jetzt übrigens nicht alles vor, was da steht. Mein Gott, ein paar... Ja. Samuel von Chodzergi. Wie auch immer der... Der Junge heißt... Ja, minus 10, komm, hey. Haben wir irgendjemand Besseres? Der ist auch schon ewig da drin, ne? Oh, der ist schon 74, der gute Mann. Ja, gut. Ah, jetzt ist sein Sohn, der Ferdinand von Chodzergi, rangekommen. Oberster Richter, war in der Justiz tätig. Plus 1 Repression am Schauplatz. Na, das ist doch schön. Gut. Das ist die gute. Zack. 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 So. Oh, ich brauche schon so ewig, um durch mein Riesenreich hier zu scrollen. So. Das reparieren wir selbst verfreilich natürlich. Im nächsten Atemzug müssen wir uns um die Rebellen kümmern. Eine andere Möglichkeit haben wir nicht. Meine Armee ist wieder fit und ausgeruht und deswegen sage ich nur Bababam. Niemand wird uns besiegen. Eure Befehle, Majestät. Und nochmal. So, damit hätten wir gesiegt gegen die Rebellen. Mal kurz, ganz kurz hier. Ah, perfekt. Selbstbewusster General, unser Konrad Wiener. Und ein angreifender General. Ja, sowas aber auch. Ist ja nicht so, dass wir ihn nicht in den Angriff geschickt haben oder so, ne? So, für die Runde hätte ich eigentlich ganz gerne noch eine Provinz. Ne? Wie sieht's aus, Leute? So, ihr seid ja eh dafür zu haben, dass ich euch da reinschicke, ne? Deswegen, zack. Dann haben wir auch gleich mal Genua erobert. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell, oder? So, jetzt aber wirklich mal verbessern hier und schön aufpassen. Wiss? Ah, gut. Ich dachte schon, polnischer Agent. Ich hab mit den ganzen besiegten Feinden nämlich schon lauter Paranoia in letzter Zeit. Das sieht immer noch nicht so rosig aus. Bauen wir doch das hier mal aus, meine Lieben. Kann sonst noch irgendwas... Kaiserslothringen hat ja nichts, ey. Dann kommt da die nächste Stadt. Keine Dörfer übrig. So, das kann ich ausbauen. Und das kann ich ausbauen. Damit hier zumindest mal die öffentliche Ordnung wieder ein bisschen besser wird. Gut. Winter 1749. Ja, wehe, ihr erklärt mir jetzt den Krieg, ihr scheiß Russen, ich sag's euch. Macht ja nichts Blödes hier alle miteinander. Fuck, ey. Ja, ja. Ich habe, glaube ich, irgendwas erforscht, was die öffentliche Ordnung ein wenig einschränkt. Scheiße!
Ja. Das finde ich jetzt schon ein bisschen gay. So, ich werde jetzt irgendwo... Gut, das macht nichts. Das macht auch nichts. Das macht auch nichts. Das macht mir auch nichts. Macht mir auch nichts. Macht mir auch nichts. Okay, was war das dann jetzt? Ja, wisst ihr was? Da werden wir jetzt einfach mal eine globale Lösung hier finden. Boah, ihr seid doch alle scheiße, ohne Kacke. Dann reißen wir in Wien diese klassische Ding hier nieder. In Stuttgart geht's mir eh schon auf den Sack. Dann reißen wir hier die Universität nieder. So, wo war es jetzt noch überall? Für den Arsch. Das geht ja noch. Ja, mein Gott, das kriegen wir hin. Das geht. Was ist denn hier jetzt los, ey? Die Industrialisierung kotzt die an. Ja, gut. Bayern fordert nach Reformen, aber da passt noch. Dänemark passt, da passt, da passt, da. Österreich, ja gut, da reißen wir jetzt dann die Dinge ein, dann passt sich das schon. Schlesien geht's eigentlich auch noch. Ungarn geht. Westpreußen. Oh, Alter, die gehen mir so auf den Sack. Was ist denn das eigentlich? Regierungsmitglieder. Die mögen Regierungsmitglieder nicht. Na gut. Polen passt. Galatien, Podolien passt. Siebenbürgen passt. Litauen passt sehr. Weißrussland und Wolonien. Und Moldawien, ja gut, das geht. Ah, haben wir ja noch nicht von Steuern befreit. Frankreich wird schon, hoffe ich. Ich überlege gerade, ob ich das... Ja, gut. Schauen wir einfach mal. Das ist Lothringen. Boah, ey, ey, ey. Wir können jetzt auch mal wieder ein bisschen chillen hier alle miteinander, echt. So. Zurück nach Frankreich mit euch, ihr Garstigen. Beziehungsweise nach Paris. Oh oh. Ja, war mir eh klar. Johann Sebastian Bach ist gestorben. Ja, meine Güte. Das Schicksal, das uns alle irgendwann mal ereilt, meine lieben Freundinnen und Freunde. Habe ja anscheinend auch weibliche Zuschauer. Wusste ich gar nicht. Ich dachte, die Führung wird immer den Männern überlassen, aber anscheinend... So, wo streiken jetzt Arbeiter in Österreich? Nee, jetzt. Ja, jetzt, jetzt sind sie natürlich alle wieder happy. Dann bauen wir hier in Österreich jetzt eine Poststation. Hier ist sogar schon was beschädigt worden. Sauerei. Da auch. Meine Fresse. Die mal gleich Amok laufen deswegen, hä? Sollen sich doch mal allesamt nicht immer so haben. Schlimm. Wie sieht es denn jetzt hier endlich mal aus? Das ist immer noch 0. Wie sieht es hier aus? Ja. Also ist da was, ich werde jetzt mal sämtliche Forschungen
im Industriewesen mal abblasen, weil ansonsten werde ich hier bald Probleme haben. Kann man das irgendwie abbrechen? Nein, das kann man nicht abbrechen. Warum kann man das... Was soll der Scheiß eigentlich immer? Philosophie, Industrie... das wird eh die ganze... Gut, danke. Es geht alles ein bisschen so außer Kontrolle hier. So, ich frage mich jetzt, welche Technologien, irgendwelche Industrialisierungstechnologien waren es jetzt. Dann mache ich doch jetzt mal einen guten Deal. Der mechanische Webstuhl war das wahrscheinlich, ne? Den mochtet ihr alle nicht. Ah doch, den mochtet ihr schon, okay. Was mochtet ihr dann nicht? Hier irgendwas. Pudelsofen. Okay, das mochten sie auch. Gut, das mochten sie nicht. Hä? Was habe ich erforscht, was ihr nicht wolltet? Also irgendwo verstehe ich es doch jetzt nicht. Die wollten irgendwas nicht. In Berlin baue ich jetzt erstmal eine Heeresakademie. So. Berlin ziehe ich jetzt mal eine richtig fette Mauer. Die letzte französische Bastion in Europa wird schon bald fallen. Und zwar um genau zu sein jetzt. Bereitmachen für die Schlacht! Der Sieg ist unser! Ah, ist das schön. Endlich kein Frankreich mehr in Europa. Ihr wisst gar nicht, wie ich diesen Tag herbeigesehnt habe. So, jetzt aber hier noch zacki, zacki, Hühnerkacki, alles reparato. Ja, um Gottes Willen. Ich sehe schon von Steuern befreit. Meine Güte, hey, seid ihr... Ja. Was ist denn das hier? Eine Schule! Das braucht man nicht. So, bauen wir lieber ein Freudenhaus, werden die Leute mehr gebildet. So, eine neue Nation entsteht. Ach echt? Die Irokesenkonföderation! Ja, lustig. Eine weitere Nation hat sich von den Fesseln des Imperialismus befreit und ihre Unabhängigkeit erklärt. Erkennen Sie diese Unabhängigkeit an? Na klar doch. Eine neue Nation entsteht. Quebec! Eine weitere Nation hat sich von den Fesseln des Imperialismus befreit und ihre Unabhängigkeit erklärt. Erkennen Sie diese Unabhängigkeit an? Ja. Und Provinz Savoyen erobert. Freunde, meine lieben Freunde, ich muss euch verkünden, im Winter 1750... im Sommer 1750 haben wir es geschafft und... Frankreich ist nicht mehr. Wir haben es endlich geschafft. Frankreich ist nicht mehr. Selbst die Kolonien haben ihnen jetzt nichts mehr gebracht. Ich hatte doch gesagt, ich hatte euch einen Blitzkrieg versprochen und den habt ihr bekommen.
Ja, ich würde mal sagen, mit dieser epischen Meldung, meine lieben Freundinnen und Freunde, werde ich jetzt mich in der Aufnahmepause, weil ich doch eine recht harte Arbeitswoche hinter mir habe und schon merke, dass ich total unkonzentriert bin. Ich werde jetzt rennen und die Folgen so schnell hochladen übers Wochenende, wie es geht. Und damit ihr auch das bald genießen könnt, was wir jetzt hier innerhalb kürzester Zeit eingenommen haben. Wie gesagt, wie versprochen, ich habe die Echtzeitschlachten jetzt mal einfach weggelassen. Einfach um auch ein bisschen Zeit zu sparen. Und ich sag mal, wir haben unser Reich jetzt wieder um einiges vergrößert. Wir haben Frankreich vernichtet. Yes! Endlich! Mein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Und somit ist mein zweitgrößter Wunsch nur mein erstgrößter geworden. Und das nächste Ziel ist hier unten. Rom. Meine Freunde, ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Oder, sag ich mal, wenn es dem Ende zugeht. Bei Let's Play Empire Total War. Servus.